Hallo und herzlich willkommen zurück bei ATS 2 hier auf Edencroft TV. Schön, dass du mir wieder dabei bist. Wir fahren von Pattaya jetzt weiter Richtung Benghazi. Und sind, zumindest wenn die Folge hier aktuell rauskommen ist, wieder einen Tag näher unserem System. Natürlich ist es noch nicht da, aber ich wollte es nur mal kurz erwähnen. Ja, doch, in die Richtung ist richtig. Was dürfen wir denn? 80, alles klar. Du darfst 8, nee, 50 darfst du. 50 nur noch. Selbst mit 16 über diese schnell. Wie heißen sie jetzt? Bodenhügel. Und ich will mir gar nicht vorstellen, wie der Wagen dich bringt, die Zugmaschine, wenn du damit 50 drüber juckelst. Naja, wir haben sie im Moment hinter uns. Fahren jetzt erstmal Richtung Prater oder Patra. Haben einiges an Kilometer jetzt hinter uns gelassen. Wie man sieht, in der letzten Folge hatte ich, glaube 5 Minuten vor Ende oder so, noch gesagt, oh, wir haben ja noch 1600 Kilometer vor uns. Jetzt sind es keine an 900 mehr. Also wir haben richtig gut Kilometer gefressen durch die Fahrt mit der Fähre. Und wir haben noch eine vor uns. Also so viel selber hinterm Lenkrad sitzend werden wir Kilometer fressen, werden wir gar nicht mehr. Oh, 50, meine Fresse, Herr Anja. Ja, wie ich gerade sehe, leider werden wir jetzt auch nicht aus der Nachtfahrt rauskommen. In der letzten Folge, als wir auf die Fähre draufgefahren sind, waren wir ja fast so weit, dass es wieder taghell wird. Tageslicht wird, wollte ich gerade sagen. Sprich, dass es wieder hell wird oder geworden wäre, wenn wir nicht auf die Fähre draufgefahren wären. Aber jetzt, durch die Fahrt mit der Fähre, ist das halt nicht an dem. 19 Stunden später. Das heißt, die Nacht beginnt gerade quasi gerade erst wieder. Aber wir brauchen dadurch natürlich auch nicht schlafen. Jetzt also darauf achten. Müssen wir hier ab? Nein, hier müssen wir nicht. Eine Arbeitsagentur gefunden. Das heißt, hier waren wir noch nie. Ui. Man merkt, Griechenland ist kurz vorm Staatsbankrott. Hier tut es nichts mehr. Keine Ampel mehr. Ah doch. Nee. Straßenlaternen auch nicht. Alles, was dem Staat irgendwie Geld kostet, ist ausgestellt. Ich wäre mal gespannt. Eigentlich ist Griechenland ja ab heute, ab dem 1.7. bankrott.
Muss ja einen dicken Kredit zurückzahlen und so, und das können sie alles nicht. Jetzt waren sie sich ja die letzten Tage darüber am Streiten, ob sie das doch noch irgendwie verhindern können und so. Diese Nacht habe ich noch Nachrichten gesehen, da hieß es, Alter, stopp, geradeaus. Nein, man hat sich nicht einigen können und so. Ich wette mal darauf, heute wird in letzter Sekunde dann wieder irgendein scheiß Kompromiss gefunden, dem den schön brav die Steuerzahler der EU ausbaden dürfen. Hauptsache, dass die dummen Griechen, Entschuldigung, Griechen, ich kenne viele Griechen und so, aber dass dieses dumme Land in der Eurozone bleibt. Ich habe nichts gegen die Griechen, die hier wohnen. Wie gesagt, ich kenne einige davon, sind sehr nette Leute, alles. Aber zumindest die jetzige Regierung verarscht uns doch von vorn bis hinten. Wir Schulden zurückzahlen? Nö, Schuldenschnitt. Aber wir brauchen noch mehr Geld von euch. Hallo? Wenn sie es unbedingt wollen, raus mit denen. Ich hab. Für mich wäre das kein Thema, wenn die rausgehen müssten. Gut. Das Einzige, was es bedeuten würde, die 100 Milliarden, oder was die Deutschland allein in diese zwei Hilfsfonds reingepumpt hat für Griechenland, die könnten wir abschreiben. Aber sind wir mal ehrlich. Glaubt irgendeiner daran, dass wir das Thema zurückkommen? Also ich nicht. Uiuiuiui. Von daher, ob wir auf die Art nicht zurückbekommen oder auf die Art, das ist scheißegal. Aber für einen Euro wäre es im Moment am besten, wenn Griechenland rauskommt. Weil der zieht den Euro natürlich auch mit runter. Diese Schuldenpolitik von denen. Und dass sie nicht mehr auf die Füße kommen. Vor allen Dingen, wenn denen jetzt wieder geholfen wird, kommt der nächste Staat, dem es arg schlecht geht und sagt, warum denn? Den Griechen hat man auch andauernd wieder geholfen. So. Also, warum sollen wir irgendwas verändern hier bei uns? Wir sagen nur einfach, wir brauchen Geld von euch. Und nee, nee, nee. Irgendwo muss das mal gut sein. Ach so, Moment mal. Wenn die Folge rauskommt, die kommt ja am 3. Juli raus, dann ist ja eventuell schon eine Einigung gefunden. Also ist das, was ich jetzt am Überlegen, am Sinnieren bin, eventuell schon alles Geschichte, weil man schon weiß, wie es weitergeht. Aber halt jetzt während der Aufnahme weiß ich es noch nicht. Und deswegen kann ich hier noch meinen Senf dazugeben. Ich meine, den kann ich sowieso dazugeben. Da habe ich ein verbrieftes Recht in diesem Land zu. Ob es jetzt jemandem gefällt oder nicht, ist eine andere Sache. Aber es ist halt meine Meinung zu diesem Thema. Zu der stehe ich. Und wie gesagt, wenn jemand es anders sieht, ja, kann man gern mit mir darüber diskutieren und so, aber zumindest wird es schwer, mich davon zu überzeugen, dass es besser wäre, wenn Griechenland in der EU bleibt.
Weil seit 6 Jahren sind die uns an der Nase rum am Führen. Seit 6 Jahren sind sie am Versprechen, ja, wir ändern dies und jenes, wodurch wir Geld sparen, etc. pp. Hier und da ist auch mal eine Reform wirklich umgesetzt worden oder halt gewisse Einschneidungen gab es natürlich, dass die Beamten so und so viel weniger bekommen haben, die Pensionen runtergesetzt worden sind. Ja, das ist alles gut und schön. War ein richtiger Weg. Dass es nicht nur darüber geht, ist mir auch klar. Also, aber irgendwie, dass man was gehört hat, ja, die hat noch ein bisschen Geld in die Hand genommen, um die Wirtschaft zu sanieren, etc. Hat man nicht. Man hat immer nur gehört, es fehlt Geld, wir brauchen Geld, wir halten die Hand schön auf. Und ne, da habe ich die Schnauze voll von. Ich kann auch nicht zu meinem Chef gehen, den ich jetzt in dem Sinn mal mit der EU dann vergleichsmäßig hinstelle und sagen, ja, ich komme gerade mit dem Lohn nicht aus. Ich brauche einen schnellen Kredit. Aber eine F Lohnvorauszahlung für nächsten Monat. Aber natürlich so, dass sie das nicht zurückkriegen und ich nächsten Monat meinen vollen Lohn trotzdem bekomme. Hallo? Wo sind wir denn? Naja. Jetzt aber mal gut mit Politik. Wie weit haben wir denn eigentlich noch bis zur nächsten Fähre? Ey Leute, hier ist 80 laut Navi. Und ich habe kein Schild drunter oder drüber gesehen, was besagt, nur bei Tageslicht. Fahren noch keine 30. Kann es doch nicht sein. Das kann es doch nicht sein. So. Also. Entschuldigung, dass ich jetzt überholt, du Schnarchtüte, du. Geht ja mal gar nicht. Echt mit 40 am Fahren und die noch am Überholen. Wunderprächtig. Wir können wieder ein bisschen flotter fahren. Oder ob das ein griechischer LKW-Fahrer war, der versucht hat, Sprit zu sparen. Weil er extrem langsam fährt. Man weiß es nicht, man weiß es nicht. Auf jeden Fall, der Freund vor uns scheint auch ein bisschen langsamer zu sein. Wie die erlaubten 80. So. Dann schluckst du gleich auch unsere Abgase. Ah, hier. Nee, kann nicht. Ich wollte gerade sagen, ah, hier, die Z Stelle kommt mir bekannt vor. Hier habe ich letztens mal gesagt, ich glaube, hier kommt eine Blitze gleich und platsch war ich drin. Aber kann ja gar nicht. Wenn wir hier noch nie waren und dadurch die Strecke noch nicht erkundet haben, kann das ja gar nicht.
wieso kommt mir die Strecke so bekannt vor? Klar, im Privaten bin ich die schon öfters gefahren, aber ich meine hier vom Let's Play mäßig. Juhu, sind halt über 200 Kilometer gewesen. Von Pater bis zu. Ja, das war mein Wecker und klasse, da haben wir gerade einen Unfall durchgebaut. Hab gesehen, 13% Schaden irgendwie. Jo, und 5% an der Ware. Verdammte. Eigentlich halt Wecker aus dem Grund, weil es ist 10 Uhr, das bedeutet für mich spätestens aufzustehen. Wenn ich mal einen faulen Tag habe, dann bleibe ich halt liegen und um 10 Uhr kommt der Wecker und sagt, so, und jetzt wird auf jeden Fall aufgestanden. Wäre ja alles kein Thema gewesen. Hätte mich gar nicht so belastet, wenn wir diesen Scheißunfall jetzt nicht gebaut hätten dadurch. Der wiederum kotzt mich jetzt ziemlich an. Ach, BMW, den wir eben gerade überholt haben, steht hinter uns. Blinker ist an, gut. So. Aber das ist doch eigentlich eine Frechheit, ne? Ah ne, 600 PS plus, okay. Ich wollte gerade sagen, ich. Ne, ist trotzdem eine Frechheit. Zu sagen, hier dürfen nur Zugmaschinen fahren, die 600 PS starken bzw. Motor mit mehr Leistung drin haben. Weil der hier hat garantiert keine 600 PS. Der Iveco, in dem wir im Moment sitzen. So, hier ist unsere Abfahrt zur Fähre. Da kommt fahr doch BMW. Aber die ist noch ein gutes Stück weg. Oh, wird das schon wieder hell? Sehe ich gerade. Naja, auf jeden Fall, ich verabschiede mich an dieser Stelle. Setzen wir uns hier hin. Ja, wir setzen uns hier hin. Von euch hat mich wieder sehr gefreut, dass ihr dabei wart. Und würde mich über einen Kommentar freuen, über ein Like, Abos sowieso. Das heißt, ihr wisst Bescheid. Liken, teilen, abonnieren. Und ja, wenn ihr möchtet, dann sehen wir uns morgen wieder, wenn es wieder heißt, wir zocken ETS 2 hier auf Ehrencroft TV. Und bis dahin sage ich dann Arrivederci, Winke, Winke und Goodbye, euer Ehrencroft.